So, wir wollen Besen. Besen, Besen, sei es gewesen. Da gab es doch damals mal sowas. Musste ich in der Schule mal lernen. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Kacke. Besen, Besen, sei es gewesen. Sie hatte leichte Anlaufprobleme, aber sie schafft es bestimmt. Ja, Mutti macht das schon. Hier rockt das Ding. So, kann ich mir nicht hier so eine Markierung machen? Wegpunkt festlegen. Dankeschön. Jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Guck mal, nämlich genau in die andere Richtung. Ich glaube, ich habe das falsche Geschäft markiert, aber egal. Über 60 Stunden schon. Respekt. So viel Zeit habe ich gar nicht dafür. Spin Witches Sportbedarf. Ah, ein neues Gesicht. Wunderbar. Ja, und ich war in diesem Raum noch nicht drin, ne? Da, ich wollte sagen, hier muss doch irgendwo dann bestimmt noch eine Seite sein. Spin Witches Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von dem liebenswürdigen Albie Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft. Darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albie selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Ich glaube, die meiste Zeit, die mein Steam hier aufgenommen hat, ist die Zeit, die meine Tochter gespielt hat. Nicht die ich gespielt habe. So, Albie. Gib Hallo, mir einen Besen. Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spint Witches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ja, ja, ja. Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile. Silberpfeile? Und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Ich werde mich umsehen, danke. Was können Sie mir noch über Ihre Besen verraten? Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Aber zum Silberpfeil hat er jetzt nichts gesagt, ne? Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher. Aber versuchen Sie mal, mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen? Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um, danke. Na, wonach suchen Sie heute? Besen, Besen sei es gewesen. Blutsprint-Besen. 600 nur? Hogwarts-Hausbesen, Mondraketenbesen, Windhauchbesen. Oh, guck mal, der hat so ein Sitzpolster da oben. Da muss man nicht auf so einem Kackstock hocken. Eibenweberbesen. Besenvorschau. Ah, da! Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Hässlich. Hässlich. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich glaube 15. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Guck mal, der hat eine Lampe und ein Täschchen. Ach, die haben auch eine, der hat auch eine Lampe. Aber der hat ein Sitzpolster, ein bequemes. Das ist so ein Oma-Besen, glaube ich. Was mache ich denn, wenn mir jetzt gar keiner gefällt? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Leute, ich finde gar keinen Besen schön. Was mache ich jetzt? Dieser Artikel ist von höchster Qualität.
Mein jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Irgendein erstmal. Ich kann auch alle kaufen. Kohle habe ich. Oh. Gibt's später schönere? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Tja. Ich weiß echt nicht, welchen ich nehmen soll. Sind die alle hässlich? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Schwierig. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Hier mag Qualität. Ich ja tatsächlich ganz gerne diese Pünükel da unten dran, ne? Aber ich finde halt total hässlich, dass das hier unten so abgefackelt ist. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Den mag ich gar nicht, komplett gar nicht. Hier finde ich die Taschen cool. Hier mag ich tatsächlich das Sitzpolster. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, und hier ist dieser geriffelte Griff ganz cool. Aber dieses Umwickelte hinten finde ich katastrophal. Ihr habt beide den, oder was? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Naja, ich merke schon. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Dann nehme ich jetzt hier den mit dem Oma-Sitzpolster. So, zack, gekauft. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Oh, ist er sogar weg. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserung könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Sie hatten wohl bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Eintracht Pfützensee. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Warum muss ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn sie mit Hilfe ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin.
Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Jetzt haben wir den Besen. Achso, in Hogsmeade und bestimmten anderen Gebieten ist das Fliegen verboten. Oh, konnte ich doch so schnell nicht lesen. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Blaue Sonnenschutzbrille. Revelio. Okay, es gibt 13 Besen, sagt ihr. Jo, dann könnte man... Oh, guck mal, der hat einen kleinen Kessel da vorne. Oh, wieso konnte ich denn den nicht kaufen? Oder mit dem roten Sitzpolster? Die sehen doch viel besser aus hier. Die hat der mir nicht angeboten. Hoshi, was bist du für ein Macker? Guck mal, die sehen ja viel besser aus. Oh. Jetzt bin ich beleidigt. Na, wonach suchen Sie heute? Ich möchte die schönen Besen haben, die du mir vorenthalten hast. Kacklappen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Nee, nix da lernen zu fliegen. Bin total gut geflogen. Möchte die schönen Besen haben. So, hier kann ich nicht fliegen. Aber ich wollte noch so Samenzeugs kaufen. Karte. Ich bin jetzt eine Shopping-Tour angesagt. Ich muss jetzt Frust shoppen. Apropos Frust shoppen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Ich kann versandkostenfrei bestellen. So, guck mal, da gibt's Rüben. Rübensamen. Produkte, Samen, Dünger. Zaubertränke. Zaubertrank, Zutaten, das ist eigentlich auch interessant. Wir können, glaube ich, die beiden Läden mal abklappern. Ich wünsche dich. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Wie kann ich heute behilflich sein? Hier können wir richtig viel Borklump-Zeug kaufen. Das brauchte ich auch letztes Mal für irgendwas. Trollpopel, Handwerkzeuge. Fokustrank, Donnergebräu, Edurus-Trank, Unsichtbarkeitstrank. Mega Power-Trank, der kostet 100. Oh, Leute, es wird spät. Mutti wird müde. Aber wir kaufen die jetzt. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Zieh mir das Geld aus der Tasche. Hier, ich kaufe auch dein Horklump-Zeug. Warum kauft die das nicht? Ich verstehe. Eine weise Entscheidung. Versteh dich nicht. Ich hab Kopfhörer auf. Ist schon wieder weiß draußen. Schon wieder weiß draußen. Ja, das habt ihr doch eben schon geschrieben im Chat. Es schneit. Rezept Fokustrank. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der die Abfängzeit für Zaubersprüche des Trinkenden reduziert. Ein Schadenstrank. Maximatrank. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Zauberschaden des Trinkenden... Oh, das ist auch ganz cool, glaube ich. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Jetzt müssen wir aber nochmal im anderen Laden shoppen gehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Kann ich bei ihm... Nee, hier kann ich keine Klamotten verkaufen, ne? Wie kann ich heute behilflich sein? RB. Doch, guck mal, hier können wir auch verkaufen. Nur nichts Besseres wieder verkaufen. So, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, bis bald. Wir müssen noch mal quatschen. Du hast hier was Aufgabenmäßiges. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung?
Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich helfe gerne. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Vielleicht kann ich ihr das hier abziehen, das Rezeptbuch. Anspruchsvolle Lieferung. So, und jetzt wollen wir zu dem Samentypi. Der müsste ja dann quasi hier hinterliegen, ne? Ja, da oben. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Hallo. Bitte Hallo. Schauen Sie sich in Ruhe um. Timothy Teasdale. Sagen Sie nichts. Ich will Sie Kaukohl. Suchen was Neues. Für den Raum der Wünsche. Was ist das? Dünger. Ein nährstoffreicher Kompost, der den Pflanzen zugesetzt werden kann, um ihren Ertrag zu steigern. Wenn der jetzt kein Flussgras, Knöterich, Malvenkraut, Samen der Schrumpelfeige. Hier gibt's keinen Kaukohl. Was ein Kack. Das ist doch doof. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Kaufen wir einfach mal alle. Dünger weiß ich jetzt noch nicht. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Nee. Warte, hier gibt's noch so einen Laden. Irgendwo ist hier doch noch so ein Laden. So, da sind wir. Welzer Fachbuchhandlung. Ollivander. Geschäft. Ja, aber war hier nicht noch so ein... Da! Wasserwägerich und Knollenblätterpilz. Sagen, da war noch irgend so eine Hütte. Wo man doch auch noch so Zeugs holen konnte. Revelio. Schade, dass ich hier nichts einsammeln kann. Würde hier gerne ein bisschen ernten. Hier immer noch nicht fliegen. Ja, hier, ne? Das oben rechts meint ihr, oder? Revelio. Da ist noch eine Kiste. Die ist innen drin. Ich glaube, das war diese Glubschaugenkiste. Kann das sein? Ich habe sie noch nicht gefüttert. Ja. Jetzt weiß ich, wie ich dich überliste. Oh, nee, so nicht. Hahaha. Überlistet. So ein kleines Kind soll ein Troll vermöbelt haben? Oh, wie ich das gemacht habe. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Hast du Kaukohl für mich? Ja! Yeah! Hier gibt's Kaukohl. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Alraunen? Venemosa Tentacula. Wir kaufen einfach mal alles. Ich glaube, ich brauche Meine Tür steht immer offen. Kann ich mehrere Pflanztische eigentlich auch bauen? Stimmt, ne? Dann kann ich alle gleichzeitig anpflanzen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade.
Ja, alle Wege nach Hogsmeade, genau. Wo kann man denn jetzt mal fliegen? Warte mal. Halt! Hier ist irgendwas. So, Geld. Ja, das nehmen wir doch auch. Mein Plan. Wir gehen jetzt zum Raum der Wünsche nochmal. Und gucken. Astronomieflügel. Und dann müsste das ja... Wahrscheinlich hätte ich auch direkt in den Raum porten können, ne? Naja. Da war ja eine Ignatia. Habe ich zu schnell geklickt. Wenn du mit dem Besen fliegen kannst, auf der Karte kannst du wie so ein Schutzschild sehen um die beiden Bereiche. Was meinst du für Bereiche? Dorf und Schule. Ach so. So, jetzt müssen wir hier wieder runterlatschen. Dann müssten wir ja eigentlich jetzt hier, sehr schön, direkt den Raum der Wünsche betreten können. Und haben gleich den nächsten Ladebildschirm, weil ich mich so toll verklickt habe. Ist das schön. So, unsere Teppiche sind aufgetaucht. So, und jetzt ist gleich die Frage aller Fragen. Kann ich jetzt so einen Tisch dahin bauen? Änderung? Beschwörung. Das wäre doch jetzt cool. Kräuterkunde. So, wir brauchen noch einen. Ja! Yeah! Mal. Dann kann ich ja alle anbauen hier. Nur halt doof, dass die jetzt hier... So, kann jetzt hier mein Kaukohl rein? Diptam, Malvenkraut, Alraune, Knöterich. Warum kein Kaukohl? Oh, mittlere Pflanze. Na toll. Aber cool, wir können Alraune machen. Hatten wir auch noch nicht. Ist auch cool. Schade. Wann bekomme ich so ein mittleres Ding? Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Ja. Jetzt klatsche ich hier alles voll mit diesen ganzen Pflanztöpfen. Ist da nicht mehr zwischen, ne? Das nervt mich. Okay, wir klatschen den jetzt erstmal so dahin. Wir müssen das so oder so nochmal umbauen. Und ich habe die Farbe falsch gemacht. Oh. Das hat das nicht gezählt, ne? Und dann stellen wir den anderen jetzt hier hin, gegenüber.
Jetzt pflanzen wir erstmal alles, was wir pflanzen können. So, Diptam hatten wir schon mal. Malve machen wir jetzt hier rein. Und dann haben wir hier noch Platz für Knöterich. Jetzt haben wir schon mal alle kleinen Samen drin. Wie schön. Guti. Dann haben wir noch mal einen Blick ins Auftragsbuch. Im Schatten der Krypta. Dafür brauchen wir Confringo. Ah ja, wir müssen mit Sebastian noch einen Flug lernen. Anspruchsvolle Lieferung. Prüfung. Professor Sharp. Okay, also wir werden noch sehr viel zu tun haben, aber für heute, liebe Leute, ist jetzt erstmal Schluss, weil Mutti muss wieder ins Bett. Also, schön, dass ihr wieder dabei wart. Euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.